Georg Griesemann im Cut der weiter oben, wo man jetzt ist, aber jetzt wird es dann gleich losgehen. Noch ist die Ampel rot, noch darf man kein Gas geben. Jetzt ist es grün und ein Bombenstart von Schleswig-Holstein. Von 4 auf 1, aber Heidemann kann, kommt, dann hat er die bessere Linie. Kiesi, auch er mit einem guten Start. Das, was ich angedeutet habe, der Kollege Kofler mit einem ganz, ganz späten Bremsen. Der geht als Vierter in die erste Runde, kommt als Zweiter aus der zweiten Runde raus. Mega stark von Kofler, der dann wirklich klasse Manöver hat. Und jetzt kann er auch viel später bremsen für Kurve 4, aber es reicht nicht, um Tim Heidemann anzugreifen. Er ist aber ganz sicher, er hängt unter dem Flügel des AMG GT4. Wir sehen das weit rausgefallen. Die Kies Fiedelei, der da, wenn ich das richtig erkannt habe, in der Dunlop gebe, den ganz weiten Weg durchs Kiesbett nehmen muss. Dahinter wieder Kämpfe von Baron im Audi gegen Kiesmöks war es ja. Also, die stand dicht, aber vorneweg, der über vorneweg und jetzt die erste Runde beendet. Platz 1 geht im Moment an Heidemann, 2 Kämpfe. Thank you.
Kurve raus. Und jetzt die letzte Runde, der letzte Sprint. Schreien muss ich gegen Kugel.